Das haben die Länder gemeinsam beschlossen, trotz der grassierenden und ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus. Derweil spricht sich Bundesaußenminister Maas dafür aus, alle Corona-Beschränkungen aufzuheben, sobald alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot erhalten haben. Dieser Plan hätte fatale Folgen, findet Katrin Kühn. Alle Corona-Beschränkungen aufheben, keine Maske mehr, kein Abstand, das ist eine gute Idee. Aber erst dann, wenn die Grundlagen dafür auch da sind. Das für dann zu planen, wenn alle Erwachsenen in Deutschland theoretisch ein Impfangebot haben, ist fatal. Es ist ein Spiel mit der Pandemie. Aus drei Gründen. Der erste, der medizinische. Eine doppelte Impfung gilt nach allen bisherigen Studien als guter Schutz vor schweren Verläufen, auch bei der Delta-Variante. Aber ein Impfangebot auf dem Papier ist noch längst kein Impfschutz. Bis dahin vergehen mindestens 1,5 Monate. 4 Wochen Mindestabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung plus die 2 Wochen, die für die vollständige Impfwirkung dann als nötig gelten. Hieße also 6 Wochen warten und dann freie